Hallo meine Lieben, heute gibt es nochmal ein aufwendigeres Geschenk. Und zwar habe ich mir einen Kuchen überlegt, und zwar nicht irgendeinen, sondern ihr seht, ich habe hier einen Kuchen gemacht, der in einer Schokoschale steckt. Ja, und den Kuchen kann man natürlich zu Weihnachten schön zum Weihnachtsessen mitbringen als Nachtisch oder eben beim eigenen Weihnachtsessen auf den Tisch stellen oder aber auch noch ein bisschen verpacken und dann eben als kleines Weihnachtsmitbringsel verschenken. Ja, und wie es funktioniert, das seht ihr jetzt. Bevor ich euch zeige, wie es genau funktioniert, möchte ich euch noch eine Sache sagen, und zwar ist es nicht verkehrt, diese Schokoladenschüssel schon einen Tag vorher zu machen. Es funktioniert auch, wenn man es am gleichen Tag macht, also wenn ihr es so in etwa in der Reihenfolge macht, wie ich es gemacht habe und euch vielleicht bei den Kühlzeiten noch einen Moment mehr Zeit lasst, beziehungsweise hatte ich keinen Platz im Gefrierschrank und habe es deswegen immer nur im Kühlschrank gemacht. Wenn ihr es in den Gefrierschrank packt anstelle von dem Kühlschrank, dann ist es halt wesentlich schneller fest und ihr könnt schneller weiterarbeiten. Ansonsten, wenn ihr euch unsicher seid, dann macht eben einfach die Schüssel, die Schokoschüssel, schon einen Tag vorher. So, und jetzt geht's aber wirklich los. An Zutaten für den Teig brauchen wir 120 Gramm gemahlene Mandeln, 150 Gramm Zucker, 100 Gramm Mais oder Speisestärke. Dann brauchen wir einen Teelöffel Puderzucker bzw. Vanillezucker und ja, das ist hier jetzt mein selbstgemachter. Und dann brauchen wir noch ein halbes Päckchen Backpulver sowie 4 Eier. Und zwar brauchen wir diese, die Eier natürlich trennen. Für unsere Base brauchen wir einen Luftballon. Und bei dem Luftballon müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass der Ballon so weit aufgeblasen ist, dass er größer ist als diese Form hier, weil das ja später unser Kuchen quasi ist und die Schokoladenschale soll ja größer sein, also so, dass der Kuchen da reinpasst. Das heißt, ihr müsst den Ballon so groß aufpusten, dass dieses Teil quasi da reinpassen würde. So, zusätzlich brauchen wir weiße und dunkle Schokolade. Da ist das euch überlassen, ob ihr Zartbitter nehmt oder Vollmilch, was ihr eben lieber mögt. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum die Schalen so bekleckert aussehen. Ich habe ja mit den Kindern von meiner Freundin hier Kekse gebacken und dann haben die Kinder dekoriert und wir hatten mit der weißen und der dunklen Schokolade die Kekse eingestrichen und mit dem Pinsel und haben dann den Pinsel immer hier am Rand abgeschmiert, damit nicht zu viel auf die Kekse kommt. Und deswegen sehen die hier so bekleckert aus. Das stört mich aber nicht. Ich werde das nachher in die Mikrowelle packen und schmilzen und dann läuft das hier alles wieder runter. So, das war die Base. Dann brauchen wir natürlich noch eine Füllung. Und für die Füllung braucht ihr 350 Gramm zimmerwarme Butter in Stücken, sowohl wie Zucker 120 Gramm. Und 120 Gramm Milch, das wird unsere Buttercreme für außen drumherum und eben auch in der Mitte. Und ich habe ja in einem anderen Adventskalender-Video dieses Orangengelee gezeigt, wie das geht. Und das nehme ich jetzt für die Füllung, also streiche dann eben nachher meinen Biskuitteig ein bisschen damit ein. Ja, und was ihr noch braucht zum obendrauf streuseln, was ich mir jetzt aber gerade nicht bereitgelegt habe, sind Nussstücke oder Mandelstücke. Das bleibt euch überlassen. Und zwar so kleine Stückchen und die werden in der Pfanne mit ein bisschen Butter ein bisschen angebräunt. Also ihr könnt aber auch natürlich fertiges Nusskrokant kaufen. Das bleibt ganz euch überlassen. Okay, und dann legen wir mal los. Und zwar möchte ich heute mit beiden Geräten arbeiten, also sowohl als mit dem Thermomix als auch mit der KitchenAid. Aber als erstes werde ich meinen Backofen auf
Ober- und Unterhitze 180 Grad vorheizen, so wie es hier auch steht. Und ja, hier soll ich jetzt eine Form vorbereiten, das mache ich aber später. Und hier im Thermomix zeigt er mir jetzt an, dass ich die Mandeln, die geschälten Mandeln, mir einmal selber mahlen soll. Das möchte ich nicht. Das habe ich schon gemacht, deswegen überspringe ich das jetzt alles hier. Und er sagt mir jetzt, er möchte die 4 Eiweiß haben. Das möchte ich aber separat machen, nämlich in der KitchenAid. Und jetzt nehme ich einfach die 4 Eigelb und packe die hier hinein und werde jetzt ordentlich rühren, dass sich ein schöner Eischnee gebildet hat. Und das kann auch ruhig mal 12 bis 14 Minuten dauern. Umso länger ihr den schlagt, umso luftiger ist er später. Ich mache jetzt kurz aus, damit ihr einmal seht, wenn der Eischnee schon so ein bisschen anfängt schaumig zu werden, dann nehme ich meinen Zucker und kippe den langsam dazu. Natürlich lasse ich ihn weiter rühren. Und das gleiche mache ich auch mit dem Vanillezucker. In der Zeit, während der Eischnee geschlagen wird, können wir uns jetzt schon den Luftballon nehmen und unsere Schüssel, um eben zu gucken, dass es auch reinpasst. Was wir parallel auch machen können, wir können unsere Schoki schon in die Mikrowelle packen, um sie zu schmilzen. So, und dann nehmt ihr euch den Luftballon und pustet ihn eben so weit auf, dass ihr eine Größe bekommt, die etwas größer ist als eure Backschüssel. Testen kann man das ganz gut, indem man das Teil einfach so auf die Schüssel stülpt und dann sieht man eben, dass der Ballon doch ein bisschen größer ist, aber auch nicht zu groß, weil später das Teil ja da drin stehen soll und das soll nicht zu doll hin und her wackeln. Also für mich ist das jetzt hier so ziemlich perfekt. Und jetzt knote ich den Ballon zu. So, und jetzt nehme ich mir auch meine Schüssel und packe meinen Ballon hier so hinein, dass eben der Verschluss unten ist. Und sobald die Schokolade dann geschmolzen ist, fangen wir an, sie vorsichtig hier rüber zu gießen. Bei eurer Schokolade solltet ihr darauf achten, dass sie eben keine Stückchen mehr hat und dann nicht so, wie ihr das vielleicht gerade gesehen habt am Anfang, da hat es nochmal so ein Plopp gemacht, so blub, runtergefallen, weil noch kleine Stückchen drin sind. Das sollte nicht sein, dann solltet ihr sie nochmal 2-3 Minuten weiter schmelzen. Ich habe die Schokolade übrigens auf mittlerer Stufe geschmolzen. Und die Konsistenz ist jetzt für mich hier ganz okay. Hier sind zwar noch so ganz kleine Klümpchen drin, aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Und jetzt fangen wir einfach an. Und zwar, was ich vorher noch mache, ich schnappe mir ein Blatt Backpapier und packe das hier drauf, weil ich möchte natürlich nicht, dass hier alles komplett vollgekleckert wird. Und jetzt nehme ich die Schokolade mit einem Löffel. Und ja, gießt sie quasi einfach oben auf meinen Ballon und ihr könnt den Ballon jetzt hier auch noch ein bisschen festhalten und die Schoki noch ein bisschen verteilen. Ja, und umso weniger Klumpen ihr habt, umso feiner und schöner wird das natürlich. Und umso flüssiger sie ist, umso einfacher verläuft sie von allein. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es ein Tucken fester ist. Und man dann eben noch ein bisschen bestimmen kann, wie weit die Schokolade wirklich laufen soll. Da kann man nämlich die Größe sehr gut bestimmen. Und wenn man die Schokolade sehr, sehr weich geschmolzen hat, dass sie wirklich komplett von alleine läuft, dann hat man es ein bisschen schwerer, die genaue Laufrichtung zu bestimmen bzw. die genaue Größe zu bestimmen. Und ihr seht, es läuft ja hier trotzdem von allein und das ist ja auch gewollt, dass es so ein paar solche Ausläufer, sage ich jetzt mal, hat. Und ich gehe dann hier immer auf die schon vorhandene Schoki und schiebe das halt so ein bisschen in die Form, in die ich es haben möchte. Und ihr seht, ich habe jetzt theoretisch meine braune Base schon fertig und möchte jetzt nur noch, dass es eben am Rand später so ein bisschen Muster bekommt,
Also, dass es dann auch wirklich so aussieht, als wenn es so selbst hingelaufen wäre. So, hier an der Ecke gefällt es mir schon, hier noch nicht. Ja, wenn das mal so ein bisschen größere ist, und hier achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr keine Stellen habt, wo man noch durchgucken kann. Das sollte auf jeden Fall nicht sein, weil dann ist die Schokolade an der Stelle nachher zu dünn und dann bricht euch die Schale nachher kaputt und das wäre sehr ärgerlich nach der Arbeit. So. Ja, also mir, denke ich, reicht das jetzt hier schon fast mit der braunen Schokolade. Vielleicht hier überall noch mal ein bisschen höher. Ihr könnt theoretisch auch die zweite Schüssel hin und wieder nehmen als Vergleich, damit ihr seht, ob es von der Höhe her reicht. Weil der Kuchen soll ja später ein bisschen aus der Schale herausschauen. Also muss die Schale ein Tucken, ja, ungefähr die Größe haben, wie eure Backform hat. Und ihr seht, das klappt hier von der Höhe schon ganz gut. So an ein, zwei Stellen werde ich noch mal ein bisschen Schokolade nachgießen. Und dann lasst ihr das Ganze ein bisschen antrocknen, beziehungsweise am besten lasst ihr es komplett trocknen. Ihr könnt natürlich auch die Schokoladenform bereits einen Tag vorher machen. Oder ihr packt sie eben in den Gefrierschrank oder in den Kühlschrank, damit es eben schneller kalt wird. Das werde ich heute so machen. Ich werde es in den Gefrierschrank packen, damit mir die Schokolade ein bisschen schneller fest wird. So, und hier saue ich gerade noch schon rum. Ja, solche feinen Spitzen, die werden euch später sehr wahrscheinlich abbrechen. So, mir reicht es jetzt aber hin mit der dunklen Schokolade. Und wie gesagt, so werde ich das Ganze jetzt nehmen und werde es ins Eisfach packen, damit es eben wirklich schnell auskühlt. Während jetzt die Schokolade abkühlt und fest wird, gehen wir wieder an die KitchenAid und mein Eischnee ist jetzt hier schon sehr fest. Und jetzt fügen wir alle anderen Zutaten noch hinzu. Als erstes die Eier. Unser Backpulver, die Stärke, und zu guter Letzt dann noch unser Mandelmehl. Nachdem ihr das alles jetzt noch einen Moment untergerührt habt, nehmen wir unseren Rührer raus. Dann kratzt ihr mit dem Spatel noch ein bisschen die Stärke und das Mandelmehl und alles, was da so an den Rand geschleudert wurde, schiebt ihr noch in den Teig und hebt es euch noch mal ein bisschen mit runter. Und ihr seht, ich habe es wirklich nicht so lange geschlagen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja wollte, dass es eben schön cremig und schaumig bleibt. Und das erreicht man eben auch deswegen, weil man halt vorher so lange den Eischaum schaumig geschlagen hat. So, das haben wir. Jetzt nehme ich meine Schüssel mit hier rüber. Dann nehme ich mir meine Form und sprühe mit dem Backspray das Ganze mir schön aus. Ich habe das Backspray noch nie benutzt, deswegen wusste ich jetzt nicht, wie das so ist. Ich habe immer nur welches gesehen, was sehr flüssig ist. Nochmal meinen Pinsel zur Hand. Also dieses hatte ich jetzt vom Aldi und ich glaube, ich habe hier jetzt viel zu viel reingemacht. Obwohl, es sieht theoretisch gut aus. Ja, das mache ich natürlich mit beiden Formen. Ah, jetzt wurde es ein bisschen verteilter. Ja, und da, wo jetzt hier was zu mir gerichtet war, wo ich nichts hinbekommen habe, da gehe ich einfach nochmal so lang und dann dürfte es ja überall was sein. So, und jetzt
nehme ich meinen Teig und fülle mir davon was in meine Form. Ja, und ich muss euch ehrlich gestehen, ich mache dieses Rezept so, wie es jetzt ist, zum ersten Mal. Und ich befürchte, dass ich viel zu viel Teig gemacht habe, weil diese Form hier, ja, so ja, drei Viertel voll zu machen mit Teig reicht völlig aus, weil der geht ja noch. Und wenn ich das noch voller mache, dann habe ich halt viel zu, dann geht das halt viel zu hoch in der Form. Und dann habe ich nachher etwas, was ich gar nicht haben möchte. Dann habe ich nämlich nicht nur so einen Kreis, sondern oben noch so ein Ding und das will ich ja nicht, so eine Haube quasi. Gut, die schneide ich mir dann einfach weg und dann ist auch gut. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, ja, ich werde euch wahrscheinlich eine Sequenz zu aufnehmen, dass ihr, was ihr anders machen müsst. Das mache ich am besten, glaube ich, zum Anfang hin, weil, ja, ich befürchte, dass das nicht ganz so wird, wie ich es haben möchte. So, ich habe jetzt hier ein bisschen einmal geklopft. Meine Teile sind voll und ihr seht, ich habe hier noch mindestens das Doppelte an Teig. Also entweder nehmt ihr nur die Hälfte von dem Teig, von der Teigmenge, oder aber ihr backt eben noch einen zusätzlichen kleinen Kuchen. Das werde ich jetzt natürlich machen. Aber die beiden Teile kommen jetzt auf jeden Fall erstmal in den Ofen und werden 25 Minuten auf Ober-Unterhitze 180 Grad gebacken. So, und wir beginnen mit der Buttercreme. Und das mache ich jetzt am Thermomix. Und zwar als erstes die 120 Gramm Zucker hinein. Dann setzen wir den Mixtopf auf, also den Deckel oben. Und jetzt pulverisieren wir das Ganze auf Stufe 10, um Puderzucker zu bekommen. Als nächstes sollen wir den Rühraufsatz einsetzen. Der sieht so aus. Und der wird hier einfach oben auf die Messer draufgesetzt, also so zwischen, immer zwischen zwei Klingen. Einfach nur drauf und das war's schon. Weiter. Und jetzt kommt die Butter hinzu. Schwupp. Weiter. Und die Milch auch hinzu. Wir setzen wieder unseren Deckel mit dem Messbecher zusammen auf und das Ganze wird jetzt nochmal 3 Minuten auf Stufe 3 verrührt. Wenn die Buttercreme jetzt fertig verrührt ist, nehmt ihr oben den Rühraufsatz wieder raus, ein bisschen hin und her bewegen und dann seht ihr schon, löst er sich hier ganz einfach. Und dann ja, befreit ihr ihn noch ein bisschen mit dem Spatel von den ganzen Dings, weil ihr wollt das ja nicht wegschmeißen, also ich auf jeden Fall nicht. Ihr könnt eure Buttercreme natürlich auch einfärben mit Lebensmittelfarbe zum Beispiel. Und ja, dann habt ihr eben noch ein bisschen mehr Farbe im Spiel. Da ich ja nachher sowieso die Krokantstücke oben drauf packe, ist es mir jetzt egal, was für eine Farbe es hat. So, und jetzt nehme ich mir meine Buttercreme noch und fülle die hier noch in meine Schüsselchen um. Die Backzeit ist jetzt fertig und natürlich ist das noch heiß. Und ich werde jetzt mit einem Stäbchen hier in so einer Ecke, wo so ein bisschen kaputt ist, einmal so eine Probe machen. Hier bleibt aber nichts kleben. Und dann schnappe ich mir einen zweiten Handschuh und hier habe ich mir ein sauberes Küchentuch geschnappt. Und jetzt stülpe ich mir meine Kuchlein einmal um. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die herausbekomme. Normalerweise durch das Trennspray sollten die jetzt
sich gut rauslösen. Ihr könnt vorher nochmal mit so einem Küchenhelfer vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber durch das Trennspray funktioniert das eigentlich sehr gut. So, hier helfe ich auch nochmal so ein bisschen nach, aber ihr seht, es rutscht eigentlich schon so von selbst hinaus. So, und da ich die jetzt ein bisschen auskühlen lassen möchte, schlage ich die jetzt einfach nur hier mit dem Küchentuch ein bisschen einmal um und packe sie mir nochmal für ein paar Minuten an die Seite. Während jetzt unsere Kuchenteile abkühlen, habe ich aus dem Kühlschrank meine Schokolade geholt und die sieht jetzt gut aus. Die ist schon fest geworden in der Zeit, wo der Kuchen gebacken hat. Habe mir die helle Schokolade geschmolzen und verfahre jetzt genauso wie mit der dunklen zuvor. Also packe mir hier welche drauf auf die dunkle und verteile mir die. Und ja, da entscheidet ihr jetzt, ob ihr mehr weiße, mehr dunkle oder wie ihr das jetzt genau haben wollt. Ich möchte halt, dass die hier so ein bisschen mal drüber hinausläuft und dass jetzt die dunkle Schokolade auch wieder ein bisschen schmilzt. Das ist auch normal, weil die weiße ist ja jetzt halt eben heiß und die dunkle Schokolade, ja, ist fest gewesen und wird halt durch die Hitze wieder ein bisschen weich. Das ist aber nicht so schlimm. Ihr seht, meine Schokolade, die weiße, ist hier ziemlich klumpig. Also anscheinend ist hier ein bisschen, sind hier ein paar Kekskrümel mit reingeraten. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil ja, dann hat man eben noch ein bisschen Keksgeschmack dabei. Ich mache es jetzt so, dass ich so ein paar Ausläufer von der weißen Schokolade da habe, wo die dunkle Schokolade quasi Lücken gelassen hat, wie zum Beispiel hier. Und da versuche ich dann mit der weißen Schokolade ein bisschen die Lücken zu schließen. Und ja, wie ihr seht, läuft mir hier alles echt gerade nochmal so weg. Da habe ich mir, glaube ich, die helle Schokolade jetzt ein bisschen zu warm gemacht. Also achtet darauf, dass ihr die gar nicht zu warm macht. Ja, hier hinten tropft mir die Schokolade schon runter. Und mir reicht es jetzt auf jeden Fall auch schon hin. Das wird schon richtig gut aussehen. Und so packe ich das Ganze jetzt wieder in den Kühlschrank und lasse es eben wieder fest werden. So, das Ganze habe ich jetzt etwa eine halbe Stunde auskühlen lassen. Und ja, die sind jetzt noch ganz leicht warm. Und was ich als nächstes benutze, ist hier so ein Tortenschneider. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Und jetzt gucke ich, dass ich das so hinstelle und so in etwa die Mitte versuche zu nehmen. Ja, und die lassen sich ja ziemlich leicht einstellen, nämlich indem man hier einfach das ein bisschen zusammendrückt und dann eben diesen diese kleine Öse hier höher schiebt. Und dann hat man ja hier diesen Stahl, diese Stahlseite sozusagen. Ja, und ja, da ist es vielleicht ein Tucken zu hoch. Vielleicht nochmal so zwei runter. Ja, guckt halt so in etwa die Mitte. Es muss nicht ganz genau sein. Und dann nehmt ihr euch das Teil und schneidet jetzt so euren Biskuit einmal durch. Und das macht ihr auch mit beiden Teilen. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch die Teile hier einmal an die Seite. Und ich bestreiche das Ganze jetzt hier mit meinem Orangengelee, wo ich ordentlich was drauf, weil ihr seht ja, der Boden ist hier doch ziemlich dick. Und ja, da kann ruhig ein bisschen mehr Geschmack jetzt dazwischen. So, und mit der anderen Seite natürlich genauso. So,
Ja, und wenn ich jetzt auf beiden Seiten da ordentlich was drauf habe, dann nehme ich mir die Butter, die Buttercreme besser gesagt, und ja, mache hier auch so einen ordentlichen Plopp einfach so drauf und drücke den hier so ein bisschen fest durch die Marmelade. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu verstreichen, also einfach so ein bisschen durch Drücken und Schieben verteilen. Upsi, so. Und das mache ich auch auf der anderen Hälfte. Schwupp. Da müsst ihr aufpassen, dass die Marmelade nicht zu dolle rausläuft. Zack. So. Ja, und hier ist jetzt natürlich wesentlich mehr Buttercreme dazwischen als da. Da müsst ihr gucken, dass ihr das so ein bisschen gleichmäßig ungefähr habt. Das muss nicht ganz genau sein, aber einigermaßen gleichmäßig. Ja, und dann setzt ihr einfach den Deckel quasi wieder drauf und dann bestreicht ihr euch das Ganze wieder mit eurer Buttercreme und ja, schmiert eben überall außenrum ein bisschen Buttercreme drumherum. Vielleicht ist es auch ganz schlau, wenn man vor dem Bestreichen mit Buttercreme ein Backpapier nochmal drunter legt, damit man es eben ein bisschen einfacher hat. Ja, wie gesagt, und jetzt werde ich mir sogar die Form, die ich gerade bestreiche, auf so einen Tortenteller packen, den ich drehen kann, damit ich den einfach eben schöner hier bestreichen kann und dann kann ich das Ganze nämlich drehen und kann hier dann ja, meine Buttercreme halt viel besser und gleichmäßiger verteilen. Solltet ihr sowas hier nicht haben, bei IKEA gibt es diese Holzbretter, die man auch drehen kann und damit funktioniert das auch super. Das habe ich früher auch immer damit gemacht, bevor ich das Ding hatte. Das ist halt nur leichter, da es ja aus Plastik ist. Und ihr seht, ich verteile das jetzt auch hier bis unten an den Rand wirklich überall schön mit meiner Buttercreme. Na, ihr entscheidet natürlich, wie dick ihr die Buttercreme haben wollt, also wie viel Buttercreme-Geschmack ihr da dran haben wollt. Und ich möchte es halt so haben, dass zwar alles einmal gut bedeckt ist, aber dass die Buttercreme den Geschmack nicht völlig übertönt. Also ich möchte natürlich am Ende auch noch ein bisschen was von meiner Marmelade in der Mitte beziehungsweise von dem Orangengelee schmecken. Also gucke ich, dass das eben nicht alles komplett überdeckt, aber dass eben alles schön damit verkleidet ist. So, wenn ich dann in etwa die Menge drauf habe, die ich möchte, dann gehe ich von unten immer so nach oben hoch, um das Ganze nochmal ein bisschen glatter zu machen. Und dabei dreht ihr dann eben immer schön euren Unterteil, also euren Teller oder wo auch immer ihr das Ganze drauf habt. Jetzt gehe ich hier unten hier noch einmal so ein bisschen lang. Und ja, dann kann ich wieder mit der Menge, die ich hier jetzt wieder drauf habe, noch ein paar Unebenheiten ausgleichen. Ja, und so gefällt mir jetzt eigentlich schon meine erste Hälfte und das gleiche mache ich jetzt mit der zweiten auch nochmal, das zeige ich euch aber nicht, weil das sonst wieder so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich mache es genauso wie bei dem ersten Teil, dass ich eben alles schön bestreiche. Ach ja, und den hier nehme ich mir jetzt einfach hier mit so einem Spatel, mache mir halt den nochmal so ein bisschen sauber hier, dass hier nicht zu viel dran kleben bleibt. Und jetzt gehe ich hier vorsichtig drunter und dann schiebe ich mir das so ein bisschen auf die Hand. Das ist ja klein. Und dann schiebe ich mir das hier auf einen Teller und lege das da an die Seite. Und das, was jetzt hier an meinem Finger gelandet ist, das kann ich später dann nochmal ausgleichen. Wir müssen die Kugel nachher sowieso nochmal ein bisschen ausgleichen. Also es ist theoretisch nicht so schlimm. Ich habe auch meine zweite Kugel jetzt bestrichen und ich habe mir jetzt schon meine
Schokoladenform hier aus dem Kühlschrank geholt. Die war jetzt ungefähr eine Stunde da drin zum Festwerden. So, dann habe ich mir eine Trockenplatte hier genommen. Da müsst ihr gucken, wenn ihr das Ding transportieren wollt, solltet ihr gleich was nehmen, was eben zum Transportieren ist. Dann so ein Cakeboard für Kuchen. Und ich stelle das gerade mal an die Seite und räume das mal hier her. Zack. So, und jetzt habe ich hier noch meine weiße Schokolade, die noch nicht wirklich fest geworden ist. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, wo ihr eure Schokoschüssel hinpacken wollt. Wollt ihr zum Beispiel davor noch einen Namen schreiben, dann solltet ihr ihn weiter oben machen. Zum Transport ist es natürlich am besten, es in die Mitte zu platzieren. Und das mache ich heute auch. Ich packe es jetzt einfach hier in die Mitte und mache da einen ordentlichen Klecks Schokolade hin. Verteile mir die nochmal so ein bisschen. So. Und jetzt nehmen wir uns unsere Schokoladenschüssel, kippen uns das Ganze hier einmal um. Ja, und dann fehlt natürlich nur noch was zum Ballon zerstechen und wir hoffen, dass die Schokolade fest genug ist und dass alles schon in ihrer Form bleibt. 1, 2, 3. Wusch, jawohl. Das war's. Ihr seht an der Ecke so ein bisschen was von der Schokolade geht hier ab. Das ist aber halb so wild. Ja, und dann nehmen wir uns den Ballon hier heraus. Schön vorsichtig. Nachdem ich ein bisschen weiße Schokolade hier drauf verteilt habe, nehme ich jetzt ganz vorsichtig meine Schokolade, meine Schokoladenschüssel und platziere mir die hier schön mittig auf meinen Schokoladenklecks, damit mir das alles schön fest wird. Ich habe übrigens gerade die Schokolade hier nochmal für 10-15 Minuten in den Gefrierschrank getan, weil sie mir doch ein bisschen weich war und ich Angst hatte, dass mir das gleich alles zusammenbricht. So, jetzt hole ich mir etwas zur Hilfe. Zum Beispiel hier so einen einfachen Pfannenwender und nehme mir hier die eine Hälfte von dem Kuchen. Und jetzt muss man den schön vorsichtig, also ich mache das glaube ich lieber mit der Hand, da geht es glaube ich einfacher, ein bisschen an den Rändern festhalten. Und wenn ihr mit dem Finger unten ein bisschen dran geht, ist es nicht so schlimm, weil das sieht nachher sowieso keiner mehr. Zack. Und dann kommt das Ganze hier rein. Ich kann hier gerade die Buttercreme schon ein bisschen abschneiden. Wenn die Kugel jetzt hier drin gelandet ist, wenn ihr die ganz vorsichtig da reingepackt habt, dann kann man hier mit dem Pfannenwender das nochmal ein bisschen hinschieben. Dann schnappt ihr euch wieder eure Buttercreme. Und was ihr auch nochmal machen könnt, ihr könnt auch nochmal ein bisschen Marmelade hier drauf schmieren. Ich nehme jetzt einfach nochmal ein bisschen von dem Orangengelee und klecks mir hier auf jeden Fall nochmal was drauf, weil der Kuchen ja an sich echt sehr dick ist. Und der kann ruhig noch ein bisschen Geschmack vertragen. Und verteile mir hier überall vorsichtig noch ein bisschen von dem Orangengelee. So, ja, und dann nehme ich mir, wie gesagt, nochmal Buttercreme und mache das theoretisch genau wie vorhin, als ich die beiden Hälften zusammen gemacht habe und drücke das hier einfach nur ein bisschen runter und schiebe nur ein bisschen. Und ja, dann entscheidet ihr natürlich wieder selber, wie dick ihr die Buttercreme gerne da drauf haben wollt. Wichtig ist halt, dass welche drauf ist, damit es gut klebt. Ja, und dann, wie kann es anders sein, nehmen wir uns unser zweites Stück hier und auch hier nehme ich das mit Hilfe von dem Pfannenwender hoch. Und dieses Mal ist es ein bisschen einfacher, weil jetzt braucht ihr es nämlich theoretisch hier nur runterschieben und auf eure zweite Hälfte draufpacken.
Ja, und dann nehmt ihr euch hier euren Plastikschaber und schmiert hier eben auf die Ränder. Ich glaube, ich nehme hier jetzt mal den kleinen, da komme ich besser rein. Und schmiert auch da nochmal ein bisschen Buttercreme oben drüber. Nehmt da ruhig einen kleineren, dass ihr da ein bisschen feiner durch die Ritzen kommt. Oder wenn ihr so einen feinen, schmalen nicht habt, dann nehmt am besten vielleicht ein Messer. Ja, und schmiert eben überall nochmal ein bisschen was hin, damit jetzt die Ecken quasi, beziehungsweise der Übergang, wo wir es zusammengeklebt haben, nicht mehr sichtbar ist. Ja, mir reicht das jetzt schon. Hier ist es ja am Rand und an den anderen Stellen kann man es jetzt nicht mehr sehen. Sieht jetzt wirklich gut aus. Und ja, theoretisch ist euer Kuchen jetzt fertig. Was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könnt jetzt zum Beispiel Nüsse drauf machen, Mandeln drauf machen oder, was euch eben gefällt, oder Kokosnuss. Je nachdem, welchen Geschmack ihr gerne haben wollt, streut ihr jetzt einfach noch Sachen drüber. Ich habe mich jetzt für Mandelblättchen entschieden, weil ich ja im Teig auch schon Mandeln habe. Und dann nehme ich mir jetzt einfach so eine Handvoll und lasse die eben hier überall so ein bisschen drauf rieseln. Und ja, wenn da welche runterfallen und unten in die Schale reinfallen, in die Schokoschale, dann stört mich das auch überhaupt nicht. So, und ich dachte mir, um das Ganze noch ein bisschen edler zu machen, nehme ich so ein paar goldene Zuckerperlen. Und die lasse ich jetzt einfach noch so dazwischen fallen. Oder unten rein, ja, das, wie gesagt, das ist nicht schlimm, wenn euch das unten reinfällt, weil unten ist ja auch dann noch was von der Buttercreme und dann bleibt das einfach da unten dran kleben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und fertig ist jetzt euer Kuchen in der Schokoschale. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Spaß beim Nachmachen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.